Das ist... eine wahrhaft erleichterte Gottheit. Hast du gut gemacht, Kleine. Ich wusste, du schaffst es. Liegt wohl in der Familie. Du solltest von nun an gut auf dich aufpassen. Wir sind ja schließlich auf dich angewiesen. Ja, klar. Ich bin der letzte Nachkomme. Naja, also, das stimmt nicht so ganz. Du warst der Letzte. Jetzt ist das der letzte Nachkomme. Ich bin schwanger? Ach, du merkst aber auch alles. Gib gut Acht auf unseren Spross hier. Sie steht vor wichtigen und großen Aufgaben. Danke für... ich weiß nicht... für alles. Ach Gott, es gibt sicher 100.000 Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Viele würden sicher deinen weisen Ratschluss in Frage stellen, was wirklich ganz schön anmaßend wäre. Aber eines möchte ich trotzdem gerne wissen, obwohl du das wahrscheinlich andauernd zu hören kriegst. Wie oft werde ich denn dazu noch Gelegenheit haben? Wieso sind wir hier? Gesagt, dass sie witzig ist? Ich habe mich wirklich gefreut, dich kennenzulernen. Es war eine Ehre. Du warst richtig großartig. Ich hatte dir ja gesagt, dass sie eine Frau ist. Sie ist in Wirklichkeit nicht so richtig eine Frau. Sie ist eigentlich nicht so richtig. Sie ist was Besonderes. Ist deine Glaubenskrise vorüber? Ich denke, ich bin jetzt erstmal mit einer Überfülle gesegnet. Wenn's kommt, dann kommt es dicke. Heißt das etwa, du glaubst? Nein. Aber ich habe eine gute Idee davon. Ja. Der Mann hatte recht, was dich betrifft. Und wenn ich zu Hause bin, sag ich ihm das auch. Und wenn du deine Sprache ausmistest, dann leg ich für euch auch mal ein gutes Wort ein. Danke. Wieso nennst du das Kind nicht einfach nach mir? Rufus. Hey, wir sollten noch zu Quickstop. Hey, wollt ihr was Abgefahrenes hören? Ich hatte fast eine Latte, als die mich geküsst hat. Jay! Da konnte ich nichts machen, die Braut war scharf. Hör mal, du kannst jetzt nicht mehr so mit mir reden. Ich bin eine werdende Mutter. Du bist schwanger? Hey, schwangere Frauen dürfen bis im sechsten Monat Sex haben. Ich werd's mir merken.